Hallo und herzlich willkommen bei HP Velotechnik. Wir wollen Ihnen heute den variabelsten und komfortabelsten Liegeradsitz vorstellen, den Sie Stand heute in Europa bekommen können. Den Ergomesh Premium. Motto: Wie man sich setzt, so radelt man. Dazu habe ich auch gleich meinen Kollegen Bastian Schütz aus der Entwicklungsabteilung mitgebracht, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Hallo Basti. Hallo Alex. Ich fange gleich mit einer Frage an. Was war denn die größte Herausforderung bei euch in der Entwicklungsabteilung, als ihr das Projekt auf den Tisch bekommen habt? Es ging, um es in einem Satz zu sagen, darum, den möglichst flexiblen und individuell einstellbarsten Sitz zu bauen, den es bis jetzt in der Liegeradbranche gibt. Und vor allem auch, dass wir einen Sitz bauen, der auf alle unsere Modelle passt und dort jeweils individuell anpassbar ist. Wenn ich es also ein bisschen zusammenfasse, ihr habt auf der einen Seite mit Elementen, die wir schon verwendet haben, gearbeitet und auch was ganz Neuem. Das Seat-O-Flex-Gelenk. Und das gucken wir uns, glaube ich, jetzt als nächstes genauer an. Um zu zeigen, weshalb das Seat-O-Flex-Gelenk so wichtig ist, haben wir jetzt mal einen klassischen Liegeradsitz auf das Rad gepackt. Den kann man entweder in dieser aufrechten Position haben oder in der aerodynamisch günstigen, in der flachen Position. Und der Nachteil dabei ist, das erklärt uns jetzt Bastian, dass der komplette Rahmen starr ist, das heißt aus einem Teil. Und dementsprechend kann man, wenn man ihn verstellt, immer nur Sitzfläche und Sitzlehne zusammen verstellen. Wenn man in der Aero-Position ist, kann es passieren, dass man den Oberschenkeln die Kante hier vorne touchiert. Wenn man in der aufrechten Position ist, kann es sein, dass man das Gefühl hat, dass man leicht aus dem Sitz rausrutscht. Das ist jetzt aber bei dem Ergomesh Premium, den wir wieder draufgepackt haben auf das Rad, anders. Da kann man Rückenteil und Sitzfläche völlig unabhängig voneinander bewegen. Das Rückenteil lässt sich um 14 Grad aufrecht oder flacher stellen und die Sitzfläche kann man um 11 Grad um das Seat-O-Flex-Gelenk bewegen. Was den Ergomesh Premium so besonders macht, das ist jetzt nicht nur das Drehgelenk, das Seat-O-Flex-Gelenk, was wir eben schon erläutert haben, sondern es ist auch die Form von dem Rahmen. Dafür hat Basti jetzt mal einen nackten Rahmen mitgebracht, damit man auch richtig sieht, was drin steckt, weil man erkennt schon auf Anhieb, das ist also eine sehr komplexe Struktur, in der der Rahmen also geformt und gebogen ist. Und eine ganz spezielle Stelle, da würden wir gern, das ist die Nase, habt ihr das Teil genannt, Bastian? Genau, und das ist wichtig, wir hatten schon gesagt, wenn die Sitzfläche nach vorne etwas abfällt, dann besteht die Gefahr, dass der Fahrer, die Fahrerin leicht nach vorne rausrutschen kann. Mit dieser Struktur haben wir beispielsweise dieses Problem gelöst, aber da stecken noch ganz viele andere Details drin. Mit dem Seat-O-Flex-Gelenk und der Winkelverstellung sind die Möglichkeiten, den Sitz individuell einzustellen, aber noch lange nicht ausgereizt. Ein ganz klassisches Mittel beim Liegeradsitz, beim Netzsitz sind Spanngurte. Werfen wir am besten einen Blick auf die Rückseite. Genau. Da sieht man, das sind 8 Gurte. Und die kann man alle, ganz wie man es braucht, fester anziehen. Man kann sie lockerer machen. Hat beispielsweise dann mehr Unterstützung im Rücken, im Lordosenbereich oder auch im Bereich des Gesäßes. Ganz wie man will, ganz individuell einstellbar. Jetzt gibt es noch eine dritte spannende Möglichkeit, wie man den Sitz sehr individuell einstellen kann. Orthoflex ist das Stichwort. Das sind hochatmungsaktive Polsterelemente, die sich in Taschen seitlich am Sitz einschieben lassen. Und mit denen kann man sehr punktgenau da unterstützen, wo jeder einzelne Fahrer, jede einzelne Fahrerin das braucht. Ein guter und sicherer Halt, das ist eines von den wichtigen Merkmalen beim Liegeradsitz. Also gerade wenn man schnell in Kurven unterwegs ist, dann möchte man natürlich sicher in dem Sitz drin sein. Der andere wichtige Punkt ist die Belüftung. Das heißt, wenn ich sportlich unterwegs bin, anfange zu schwitzen, dann will ich natürlich gerne auch viel Luft um den Rücken haben. Und genau das schaffen wir mit dem Ergomesh Premium Sitz sehr gut. Man sieht es an der Struktur vom Sitz, da sind Belüftungskanäle eingebaut, in die verschiedenen Materialien, die wir dabei verwendet haben, das Netzmaterial
und vor allem, was sehr wichtig ist, das Innenleben von dem Sitz. Mit hochatmungsaktivem Material, was genau die Feuchtigkeit aufnimmt. So, bevor wir den Sitz jetzt wieder aufs Rad packen, wollen wir noch zeigen, was für Möglichkeiten der Ergomesh Premium darüber hinaus bietet. Also welche Optionen man hat, welches Zubehör, welches praktische Zubehör, welches Komfortzubehör. Und da gibt es eine ganze Menge. Wir fangen am besten mal mit den Taschen an, die auch diese, sage ich mal, sehr charakteristische Silhouette von dem Sitz zeichnen. In der einen Tasche kann man sein kleines Gepäck unterbringen. Schlüssel, Papiere, was man so eben braucht auf der Fahrt. Und auf der anderen Seite, das ist mit einer Netzeinlage vorbereitet, da kann man die Regenschutzsoße reinpacken. Also wenn man mal unterwegs ist, es regnet, man stellt das Rad ab, man zieht die Husse drüber, kann danach losfahren und der Sitz ist trotzdem trocken. Und die Husse, die kann man dann in diese Tasche reinpacken und die trocknet während der Fahrt schon ab. Schon vorbereitet ist der Sitz für die Aufnahme von einem ganz klassischen Teil beim Liegerad, nämlich dem Wimpel. Genau. Gibt es hier oben eine Aufnahme am Sitz und da wird der einfach reingesteckt. Eine sehr beliebte Option ist natürlich der Trinkflaschenhalter. Der wird am Sitzrahmen befestigt und zwar an einer vorgegebenen Aufnahmeposition. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu ein bisschen was Speziellen, nämlich den Sideback Mounts oder einem haben wir jetzt an diesem Sitz dran. Sideback Mount, das kennt man, die Tasche kennt man vom Aufrechtrad als Lenkertasche. Beim Liegeradsitz haben wir die Möglichkeit, zwei davon anzubringen, rechts und links vom Fahrer. Und man sieht, hier ist dann auch gleich die Aufnahme dafür an den Sitz montiert. Ebenfalls eine ausgesprochen beliebte Option bei vielen von unseren Kunden ist die Kopfstütze. Kann man sich vorstellen, wenn man sich entspannt zurücklehnt, ist es natürlich noch viel gemütlicher damit. So, zwei ganz spezielle Optionen wollen wir jetzt gern an diesem Sitz noch zeigen. Das eine ist der Sitzwinkeladapter. Mit dem kann man den Sitz noch deutlich aufrechter stellen, als wir das vorhin gezeigt haben. Und die zweite Möglichkeit, das ist für Menschen, die entweder mit dem Handicap unterwegs sind oder die in der Reha sind, die können ganz entspannt ihren Gehstock mitführen. Der lässt sich nämlich ganz praktisch schnell einklipsen und ist fest am Rad. Also, Sie sehen, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man den Ergomesh Premium individuell einrichten kann. Jetzt wollen wir aber zeigen, wie er aufs Rad gepackt wird. Genau, da gibt es einen einfachen Trick. Man setzt ihn in der Mitte als erstes auf, führt ihn dann vorne ein, macht die Schnellspanner fest und danach kann man den Sitz nach hinten klappen. Und durch das flexible Gelenk hier hinten kann man einfach es einführen in die Nut und dann festmachen. Und dann ist der Sitz montiert. Und das war's. Und der ist montiert. Runternehmen geht noch viel schneller. Wer eben beim Montieren vom Sitz auf dem Rad genau hingeschaut hat, der konnte erkennen, dass das obere Sitzblech beweglich ist. Das ist jetzt natürlich notwendig, A, um den Sitz auf das Rad zu bekommen, aber es hat noch einen zweiten Vorteil. Das lässt sich flach anlegen und das ist wichtig für den Transport, weil HP-Velo-Technik Trikes, die sind praktisch alle faltbar. Man kann sie also sehr praktisch kompakt machen, wenn man sie mitnehmen will. Und dasselbe kann man nämlich auch mit dem Ergomesh Premium-Sitz machen. Das ist der eine Punkt und das andere ist, man kann ihn entweder ganz flach machen, so wie er jetzt da liegt, oder man kann ihn kompakter machen, indem man einfach die Sitzfläche einklappt und dann passt er auch in ein kleines Auto. So schön das mit dem Falten und Kompaktmachen ist, eigentlich wollen wir doch alle nur eins. Ab aufs Rad und losfahren.